Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Tutorial in Excel 2016. Wobei, hier muss ich direkt sagen, was wir heute machen wollen, ist, wir wollen uns das Wasserfalldiagramm anschauen. Und jeder, der Excel 2016 installiert hat, der kann eigentlich schon abschalten, denn in Excel 2016 ist das Diagramm ja mittlerweile auch standardmäßig hinterlegt. Das heißt, ihr habt dann keine Probleme mehr, das einfach bei Einfügen und dann aus den Diagrammen auszuwählen. Ja? Also dann weiter hier. Wer allerdings mit Excel 2013 oder früheren Versionen sogar noch arbeitet, und ich habe schon festgestellt, dass sehr viele Unternehmen noch ältere Excel-Versionen verwenden, der kann jetzt gut aufpassen, wer das noch nicht kennt, denn wir bauen jetzt hier entsprechend ein Wasserfalldiagramm einfach mal nach. So, was ihr hier sehen könnt, ist, wir haben hier eine Ausgangsbasis von 5000 und wir haben dann entsprechend monatlich eben gewisse Ausgaben und vielleicht auch Einnahmen, ja? Hoffentlich auch Einnahmen natürlich. So, und am Ende des Jahres kommen wir eben dann bei einem Ergebnis raus. In dem Fall ist das leider unter unserem Startwert. Das ist nichts anderes als die Summe, wie ihr sehen könnt, von denen aufsummiert. So, wenn ich das Ganze jetzt aber als Diagramm einzeichnen würde. Also ich würde sagen, ich hätte gerne ein Diagramm. Und jetzt ein Säulendiagramm hier zum Beispiel. Ja, problematisch ist, ich sehe zwar hier jetzt monatlich Zu- und Abgänge in gewisser Weise. Ich kann das natürlich auch mit kann eine Beschriftung hinzufügen, aber ich habe ja kein Wasserfalldiagramm hier. Ja? Also kann man ja klar sehen. So, was kann ich also tun? Tja, wir können eins bauen. Und wie machen wir das? Also, das Erste, was wir tun, ist, wir nehmen das Ganze mal hier und kopieren das und schieben das direkt mal hier in die Spalte E rein. Was wir jetzt nämlich bauen wollen, ist hier einmal unsere Basis. Ich nenne einfach mal Basis und unser Plus. Und unser Minus. Ja? Könnt auch Zu- und Abgänge oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ja, das ist, bleibt ja euch überlassen. So, was wir jetzt hier brauchen, ist Folgendes. Und zwar, bei dem Plus und bei dem Minus verwenden wir Wenn-Funktionen. Das heißt, ich schreibe hier einfach rein, ist gleich Wenn. Wenn mein Wert hier, meine Ausgangsbasis in dem Fall, wenn dieser Wert größer, so größer als 0 ist, dann hätte ich gerne diesen Wert. Ansonsten hätte ich gerne eine 0. So, schließt das Ganze mal. Und dasselbe machen wir jetzt für Minus, also ist gleich, wenn der Wert hier kleiner als 0 ist, dann hätten wir gerne den Wert. Ansonsten hätten wir gerne eine 0. Und hier müssen wir noch etwas beachten, dass wenn wir jetzt hier diesen Wert nicht, wir müssen noch ein negatives Vorzeichen vorsetzen, weil wenn wir das positiv lassen würden, dann würde das Diagramm so nicht aufgehen, wie wir uns das vorstellen. Also ihr müsst hier trotzdem dafür sorgen, dass ein positiver Wert dasteht, aber eben in der Spalte Minus. Ja? So. Drück mal Enter und wir können das ja runterkopieren. So, also, und dann so, und haben das jetzt hier. So, und was wir jetzt brauchen, ist eben unsere Ausgangsbasis und unser Startwert, beziehungsweise hier im Januar, unser Startwert ist nichts anderes als unser Plus hier. Beziehungsweise, wir könnten das eigentlich so machen, wir können hier diesen Wert nehmen und hier, lass uns hier mal ein, also, machen wir so, B2, die Ausgangsbasis, was am Anfang 0 ist, ja, und wir addieren da unseren Pluswert dazu und subtrahieren, also, direkt diesen Wert im Januar, okay? Und, genau, so, und jetzt können wir das Ganze runterkopieren, ich mache das mal, und zwar soweit, genau, und dieser Wert am Ende, der bleibt 0, also könnt ihr 0 reinschreiben oder ihn leer lassen. So, und was wir jetzt machen einfach ist, wir nehmen unseren Bereich jetzt, wir haben Basis, Plus, Minus, so bis zum Ende. Ich markiere das Ganze mal, gehe auf Einfügen und jetzt gehen wir nochmal auf Säulendiagramm, das heißt hier Säule. Und dann sieht das Ganze so aus. So, und jetzt, wenn wir einfach mal unsere Basis nehmen, also einen Klick darauf und jetzt einfach mal sagen, okay, wir würden die gerne formatieren. Und zwar hätten wir da gerne einfach mal keine Füllung. So. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier unser Wasserfalldiagramm gebaut. Wer hätte das gedacht, ja? Und können natürlich jetzt noch Beschriftungen hier hinzufügen, wenn wir das wollen. Müssen dann eben die Daten auswählen. Aber das ist es im Wesentlichen. Diagrammtitel, wenn ihr das möchtet, auch noch. Legende bearbeiten, was auch immer. Auf jeden Fall, das ist der Trick, mit Hilfe einer Basisspalte zu arbeiten und die eben dann auszublenden in gewisser Weise und dann bekommt ihr eben hier eure Minuswerte, Pluswerte und so weiter und dann sehen wir eben, wie hat sich das Jahr für uns entwickelt bis zum Ende hin. Ja? In dem Fall leider etwas negativ, aber dann kann es ja nur besser werden. Ja? Also wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder im nächsten Video
Und falls ihr Fragen, Anmerkungen habt, dann bitte gerne in die Kommentare. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.